So, herzlich willkommen zurück. Let's Play Mass Effect Andromeda Folge 242. Das ist für mich eine neue Aufnahmesession. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass es die letzte Aufnahmesession sein wird, aber machen wir uns da keine Illusionen. Dieses Spiel geht unendlich lang. Der Epilog wird jetzt gespielt. Ich bin gespannt. Sarah liegt hier und ruht sich noch ein bisschen aus. Wir können hier noch an die Terminals gehen. Modell eines Reliktwracks können wir mal noch mit einsammeln. Das kennen wir alle schon, da wird es nichts Neues geben, aber am Terminal. Danke! Danken auch Sie dem Team. Wir wären beinahe gescheitert, doch dank der Tapferkeit des Pathfinder-Teams sind wir nun wirklich hier angekommen. Bringen auch Sie Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Lassen Sie sie wissen, wie sehr Sie unser aller Leben beeinflusst haben. Also ganz viel Dankeschön. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Auf jeden Fall bedanken sich die Leute. Das können wir mal festhalten an dieser Stelle. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Nicht, dass ich keine schwierigen Entscheidungen treffen könnte, aber wieso bürden Sie sie mir auf? Weil sie rechtmäßig sein muss. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Raker vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Raker. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Ja, also ich habe mich da schon. Also da muss ich gar nicht großartig nachdenken. Ein Kroganer wäre natürlich ein Vertrauen im gegenüber den Kroganern. Aber Rika, das wäre, glaube ich, zu sehr nach seinem Sinn, Salarianer und so. Bradley, ich werde die Moscha nehmen, weil die Angara hier zuerst ihren Platz hatten. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschei dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschei bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei Ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Da hat sie wohl recht. Ja, dann wollen wir mal schauen, was denn in dem Epilog noch so zu erreichen ist. Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser SIM-Kern wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Na toll, das geht also noch weiter. Nicht, dass ich mich nicht freuen würde, aber. Dieses Ich kann es Spiel. kaum erwarten.
Wenn die Lebensfähigkeit steigt, hat sich das alles hier gelohnt. Mann, bin ich langweilig. Okay. Was ist denn jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Wir sollen Epilog mit ihrem Team und Crewmitglieder sprechen. Okay. Dann sprechen wir mit Kello. Ryder! Genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit? Sie haben es verdient. Danke, Kello. Die Tempest wird gerade überholt und das war auch nötig. Ich dachte, ich lasse sie mal machen. Aber den großen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Meridian sieht aus dem Cockpit völlig anders aus. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, warum sie tun, was sie tun. Wollen Sie etwa Ihren Pilotensitz gegen ein paar dreckige Stiefel eintauschen? Überhaupt nicht. Ich weiß, wofür ich geeignet bin. Ich gebe nicht vor, alles zu verstehen. Aber Meridian muss viele Türen geöffnet haben und nicht alle davon sind sicher. Sie sollen wissen, dass es für mich ein Privileg sein wird, sie dorthin zu fliegen. Ich brauche dafür einen guten Piloten. Oder einen großartigen Piloten. Wie wäre es mit einem Piloten, der fest entschlossen ist, seinen Freunden zu helfen? Ich habe viel von Ihnen gelernt, Ryder. Und von Gil. Aber bitte sagen Sie ihm das nicht. Die Dinge werden sich jetzt ändern, aber das ist okay. Nichts geht jemals wirklich verloren. Da hat er wohl recht. Mit dem Ersten gesprochen. Hat jemand Stationsleiterin Cash gesehen? Dala was Hyperion. Haltet euch gerade, Leute. Das ist unser Ehrengast. Denkst du etwa, das wissen wir nicht? Hunter, das hier ist unsere Eröffnung. Lass sie uns zumindest ein klein wenig feierlich gestalten. Wenn ich jetzt auch mal wieder etwas sagen darf. Hallo Pathfinder, ich bin Ayora Pillay, Chief of Operations. Dala Vas Hyperion, zweite Welle Stationierungsoffizierin. Hunter Carey, Rekonstruktion. Das ist das erste Mal, dass ich den Begriff zweite Welle gehört habe. Er ist nicht wörtlich gemeint. Es gab bereits mehrere Gruppen, die in Außenposten stationiert wurden. Zweite Welle bezeichnet eine Entwicklungsstufe der Initiative. Bei der ersten Welle, die aus der Stase geholt wurde, ging es um strukturelle Unterstützung und Allrounder, um Essen und Schutz. Die zweite Welle ist organisatorisch. Weniger Allrounder, mehr Spezialisten. Und mehr Papierkram. Er ist notwendig, um schnell Fortschritte zu erzielen. Ich habe keine Lust, eine ganze Generation lang nur Ackerbau zu betreiben. Sie haben sich ja für alles gewappnet. Das heißt, jetzt beginnt der richtige und ernste Teil der Arbeit, das Ganze am Laufen zu halten und zu organisieren und zu strukturieren. Dala Vas Hyperion. Sie sind Stationierungsoffizierin? Richtig. Je weiter unsere Erschließung dieses Clusters voranschreitet, desto wichtiger wird es, neu geweckten Kolonisten passende Positionen zuzuweisen. Meine Aufgabe ist es, Kompatibilität und Durchführung sicherzustellen. Und wann änderst du deinen Namen in Vas Meridian? Ich behalte Vas Hyperion, um das Schiff zu ehren, das uns hierher gebracht hat. So wie es meine Großeltern gewollt hätten. Ich meine ja nur, wir werden nämlich hierbleiben. Nehmen Sie es Hunter nicht übel. Er ist einfach ein Arsch. Okay. Ayora Pillay, Sie haben die Leitung über Meridian? Das wäre zu viel gesagt. Ich bin lediglich für den Betrieb und Aufbau unseres Hafens verantwortlich. Die Ergründung und Untersuchung der interessanten Substruktur übernimmt die Forschungsabteilung der Initiative. Mir wurde gesagt, das könnte mehrere Lebzeiten dauern. Also sorgen wir dafür, dass wir so viel Zeit haben. Dafür wurde ich ausgebildet. Hunter Carey, könnten Sie mir Rekonstruktion etwas genauer erläutern? Na klar. Mein Job ist es, dieses einst so stolze Schiff in die zukünftige, ebenso stolze Hauptstadt der Menschen zu verwandeln. Ein wenig komplizierter ist es schon. Es ist ein bautechnischer und organisatorischer Albtraum. Aber das heißt Jobsicherheit, und das ist perfekt. Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann ist das hier ein galaktisches Zentrum. Sie werden nicht mehr wissen, wo die Hyperion endet und Meridian beginnt. Klingt, als wäre Meridian in guten Händen. Ich kenne zwar nur die Berichte darüber, wie Sie das alles möglich gemacht haben, aber ich versichere Ihnen, wir werden diese Chance nicht vergeuden. Ja,
Danke, Pathfinder. Von mir auch. Ja, der scheint echt nicht der hellste zu sein. Ja, hier sind alle großen Tiere versammelt. Danke, Pathfinder. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Jetzt ist Schluss mit Danken. Gedenkstätte. Die Arche Hyperion. Aufbruch in der Milchstraße im Jahr 2185. Ankunft in Andromeda im Jahr 2819. Aktuelle Position Meridian. Oh, der Erzähler bekommt wieder was zu tun. Wählen Sie bitte ein Thema. Die Umwandlung der Arche Hyperion zu Port Meridian wird sowohl über als auch unter der Oberfläche fortgesetzt. Abhängig von weiteren Forschungen schließt dies auch die geplante Verbindung von Technologien der Initiative und Relikte mit ein. Port Meridian wird derzeit durch umgerüstete Tantalus-Antriebskerne mit Energie versorgt, was eine regelmäßige Ableitung statischer Elektrizität erfordert. Das dadurch entstehende einzigartige visuelle Phänomen während des Nachtzyklus von Meridian wurde Aurora Meridiani getauft. Alles klar. Die Arche Hyperion wurde zur Gedenkstätte für alle jene erklärt, die in Diensten der Initiative ihr Leben gaben. Am höchsten Punkt der Außenhülle der Hyperion wurde eine Gedenktafel angebracht. Die Inschrift lautet: Wir kehrten einem schwindenden Stern den Rücken, um einer Dämmerung nachzujagen, die das Ende unserer Kindheit überdauert. Die Hyperion wurde von einer Koalition von Verbündeten, die sich vereint dem Archon der Kett entgegenstellten, zu ihrer letzten Ruhestätte geleitet. Pathfinder Scott Ryder führte die Verteidigung an und bleibt der Arche Hyperion trotz deren Reklassifizierung weiterhin zugewiesen. Über den Vorschlag, den Landungstag als clusterweiten Feiertag einzuführen, wurde noch nicht entschieden. Obwohl sie als Schiff außer Betrieb genommen wurde, wird die Außenhülle der Arche Hyperion für alle Zeiten erhalten bleiben. Sämtliche internen Strukturen werden für Einsätze neu geweckter Kolonisten sowie zukünftige Industrie- und Wohnraumentwicklungen angepasst. Diese internen Strukturen wurden Port Meridian getauft. Okay, die schlachten also die Hyperion aus, um früher oder später das ganze Ding bewohnbar zu machen. Macht ja auch Sinn. Ich habe Neuigkeiten von der Nexus. Oh Gott. Ja, ich werde das jetzt nicht alles lesen. Es sind ja Milliarden Textzeilen, die ich da lese. Boah. Ich werde das mal kurz durchgehen, damit ihr euch das durchlesen könnt. Falls ihr Lust darauf habt, weil ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust, hier eine Lesestunde euch vorzutragen. Obwohl der letzte Eintrag sehr interessant ist, ich glaube, den werde ich dann auch mal lesen. Dieser hier, Autopsie und Umgang, Subjekt Archon. Bericht Exobiologe, Biologin Dr. Viara Pilina. Betreff der Archon, Spezies Cat, Alter unbekannt. Todesursache? Die Witze werden nachlassen. Die Todesursache lautet nicht Pathfinder. Ich komme zwar aus der zweiten Welle und habe den Kampf nicht gesehen, aber in meiner Leichenhalle gibt es keine Monster. Dieses Wesen erhält den Respekt unseres Berufs. Zumal die Todesursache direkt Konsequenz haben könnte, falls unser Pathfinder weiterhin Relikte manipuliert und oder andere in ihrer Benutzung ausgebildet werden möchten. Die Struktur des Cat-Gehirns, was Zweck und möglicherweise Funktionsweise angeht, mag unbekannt sein, aber der Schaden am Gewebe ist offensichtlich. Als den Maschinen von Meridian eine externe Energiequelle verweigert wurde, bedienten sich zum Teil bei den eigenen Verbesserungen des Archons. Das wiederholte Absaugen und Übertragen führte zu inneren Verbrennungen und schockierenderweise Fleischwunden. Dennoch bin ich der Ansicht, dass diese Verletzungen zwar schwer, aber nicht tödlich waren. Ich sage das deshalb, weil ich eigene Erfahrungen bei der Behandlung von Biotikern habe, die zuviel riskiert und sich dadurch selbst Schäden zugefügt haben.
Entscheidend war hier etwas anderes. Die Benutzung von Relikten ist nicht nur eine körperliche Belastung. Ein Teil des Verstandes scheint dabei in das manipulierte Element gezogen zu werden. Es kommt zu einer Aufspaltung des Bewusstseins. Ich weiß das in den Theorien, aber meine Analyse lautet wie folgt. Der Archon hat sich im Meridian überanstrengt. Als der Pathfinder die Kontrolle über die Energie übernahm, war der Archon nicht nur ohne Energie, sondern wurde, in der Mangelung einer besseren Formulierung, von sich selbst getrennt. Ich brauche mehr Zeit mit den Überresten des Archons und speziell allen Richtungen. Ein komplettes Team, das Studium dieses Wesens, könnte mehrere Lebensalter dauern. Okay. Sprechen wir mit Charles. Feiert man so bei Ihnen eine Party? Ziemlich lahm, aber sagen Sie dem Gastgeber nicht, dass ich das gesagt habe. Aber Meridian ist schon großartig. Sie haben das Unvorstellbare vollbracht. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Nein, ich bin dankbar. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können. Wir haben das gemeinsam zu Wege gebracht. Und genau das, was es ist, was daraus werden kann, kann ich mir nicht mal vorstellen. Allein die Vorstellung, dass Angara und Initiative bei unserem ersten Treffen noch Mühe hatten, einander zu vertrauen. Unsere Ankunft auf Aya war übertrieben. Sie wissen schon, ohne Einladung und in Flammen stehend. Stimmt. Aber dann ist alles ganz gut gelaufen. Ryder, die Angara werden nie vergessen, wie sie die Moschei gerettet haben. Aber wichtiger noch, wir werden nie vergessen, wie sie an unserer Seite die Cat bekämpft haben. Wie wir gemeinsam den Archon vernichtet haben. Meridian ist ein Neuanfang für ihr Volk und das meine. Gemeinsam. Neuanfänge. Darum bin ich nach Helios gekommen. Und ich habe davon geträumt. Ja. Neuanfänge. Dann sollten wir aber auch anfangen. Na hallo. Hallo auch. So ein Glück. Wie geht's, Sarah? Viel besser. Hier könnte es bald zwei Ryder geben. Stellt dir das mal vor. Die Hyperion bildet Wissenschaftsteams. Wir müssen studieren, was wir haben. Ich habe bei der Organisation geholfen. Das ist ihr Job. Meridian merkt gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir sollten nachdenken, wie es weitergeht. Es ist eine neue Wiege der Menschheit. Das ist eine große Sache. Größer, als ich gedacht hatte. Vielleicht waren diese Teams eine kluge Idee. Kleine Schritte, um alles zu begreifen. Bis wir auf dem Berggipfel stehen. Und den nächsten Horizont erblicken. Ich kann's nicht leugnen. Ich will mehr. So viel Macht in unseren Händen. Ob das funktionieren wird? Dafür haben Sie uns. Ihre Klugheit, meinen unwiderstehlichen Charme. Sie können nicht jedes Problem mit Charme lösen. Ich kann's versuchen. Ich könnte Ihnen nicht widerstehen. Aber ich mache mir Sorgen um die anderen. Meridian wäre zu vielem fähig. Kleine Schritte, wie Sie sagten. Es besteht keine Eile, alles zu ergründen. Das stimmt. Zumindest Zeit gibt Meridian uns. Was auch geschieht, Sie haben allen ein großes Geschenk gemacht. Gute Arbeit, Pathfinder. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Es ist besser. Zum Brücke dürfen wir nicht. Falls Sie ein Schulterklopfen erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Na schön. Ich gebe mich auch mit einer Umarmung zufrieden. Wie kann Ihre Crew Sie nur ertragen? Manche Leute finden mich tatsächlich nett. Sogar liebenswert. Ich finde Sie eher unerträglich. Aber ich gebe zu, Sie erzielen Ergebnisse. Das kam einem Schulterklopfen gefährlich nahe. Das bilden Sie sich nur ein. Sloan Kelly auch hier und gestrandet. Ach, die Muschel. Pathfinder, wie ich
ich gehört habe, werde ich bald außerordentlich beschäftigt sein. Was angesichts Ihres Gesundheitszustands äußerst unklug ist. Wir alle haben unseren Beitrag geleistet, Aphra. Es war an der Zeit. Und als diese Botschafterin werde ich es auch weiterhin tun. Ich konnte den Angara nicht einfach jemanden aufzwingen, der für sie spricht. Auch wenn es nur vorübergehend gewesen wäre. Wir haben schon immer für uns selbst gesprochen. Ihre Wahl bedeutet nur, dass sich Ihre Anführer entschieden haben, uns zuzuhören. Sie sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass mein Name allgemeine Zustimmung bedeutet. Sie wissen, wie vielfältig unsere Ansichten sein können. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich trage gerne dazu bei, ein System zu erschaffen, das genau das tut. Ensala Venturi, Pathfinder. Es gibt noch viel zu lernen. Ja, da hat sie wohl recht. Und Effa hat mal... ist schon ich wieder weiß nur... Ich weiß nicht, ob es richtig war, herzukommen. Ich habe so viel zurückgelassen. Nur am Telekommunikation, um mit seinen Leuten zu quatschen. Hallo, Ryder. Da ist Liam, schwer mit Liam. Ich weiß nicht, ob es richtig war, herzukommen. Ich habe so viel zurückgelassen. Scott, ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. In Ihrem Planeten. Was irgendwie total schräg ist. Wurde auch Zeit, dass Meridian eine anständige Eröffnungsfeier bekommt. Das haben wir alle dringend nötig. Ich habe gehört, Sarah ist aufgewacht. Wie geht's ihr? Sie wird schon bald wieder im Dienst sein. Zu bald, wenn wir die Entscheidung ihr überlassen. Sie wollen mir doch nicht erzählen, Sie hatten Schwierigkeiten, einer Ryder zu erklären, wo ihre Grenzen sind. Hey, wissen Sie, mit wem ich eben geredet habe? Einem Zweite-Welle-Techniker, der frisch aus der Stase gekommen ist. Er hatte gerade seinen ersten Sonnenaufgang in Andromeda gesehen und konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Und das ging nur ihm so? Naja, es könnte sein, dass da eine Art Virus grassiert. Und vielleicht sind Sie ja der Überträger. Es fühlt sich wirklich an, als wären wir zu Hause, wissen Sie? Endlich. Sie hatten seit dem Kampf keine 5 Minuten für sich allein. Hatten Sie überhaupt schon die Möglichkeit, sich das alles bewusst zu machen? Es gibt hier so viel zu entdecken. Es wird Jahre dauern, bevor wir auch nur wissen, wo wir anfangen sollen. Wir brauchen keine Leute, die etwas anfangen. Die gibt es wie Sand am Meer. Wir brauchen jemanden, der etwas zu Ende bringt. Und da haben wir den Besten. Ich stehe tief in Ihrer Schuld, Pathfinder Ryder. Genau wie die gesamte Galaxie. Danke. Oh, hey! Der gute alte Liam. Ah, Vetra. Vetra und Sid. Tan hat gesagt, ich darf bleiben. Und dabei helfen die... Hey, Ryder. Gibt's irgendwelchen Klatsch? Ryder rettet den Tag. Pathfinder des Jahrhunderts. Sie wissen schon, das Übliche. Immer noch? Gewöhnen Sie sich dran. Man wird nach Ihrem Tod alles Mögliche nach Ihnen benennen. Wahrscheinlich schon davor. Wir brechen also bald wieder auf. Ah, sie ist erwachsen und verlässt ihr Zuhause. Sie braucht mich nicht mehr. So weit kommt's noch. Wer kümmert sich hier um alles, solange ich weg bin? Sie stecken unter einer Decke. Mir kommen die Tränen. Ist klar, dass das Ihre Schuld ist. Sie haben uns geholfen. Helios hat sich wirklich zu dem entwickelt, was ich wollte. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt machen wir mit Meridian diesen Ort zu unserem. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin da, wenn Sie bereit sind. Wie läuft's? Pathfinder, hier! Spec Wingree, was gibt's denn? Ein Signal, heilige Scheiße. Kommunikationsspezialist N zu MS. Okay, ganz ruhig. Da ist etwas. Es ist unzählige Male hin und her gesprungen und es ist verdammt schwach, aber ich erkenne die Signatur einer Arche, wenn ich sie sehe. Die Arche Kela Sia. Sie ist da draußen beschädigt oder sowas. Ich habe Sonden rausgeschickt, aber da ist auch die Geisel. Wer soll wissen, wo das Schiff ist? Ich zeichne alles auf, und zwar wirklich alles. Wenn auf Eos eine Beiwand zerröbst, analysiere ich das. Denn das Schlimmste wäre, dass das Signal kein Notruf ist, sondern eine Warnung. Ende des Logs. Ressourcendefizit-Tracker? Das ist eine offizielle Beschwerde. Addison kann die Berichte abfangen, aber ich weiß, was ich weiß. Und die Langstreckenscans beweisen es.
Der Ressourcendefizit kommt nicht daher, dass irgendein Gesetzloser unser Schiff abschießt. Sie kommen nämlich alle durch und melden keine Verluste. Das Problem ist, dass automatische Ware abgeführt wurde. Ein Notfallabwurf, ausgelöst durch Hintertürcodes. Der gute Direktor kann spüren, worauf er will, dass keine Tracker dabei waren. Aber jetzt sind sie da draußen und nehmen alles ins Visier, an dem wir hart arbeiten. Exo-Geo-Studium Planetenortung. Die Geißel macht weiterhin alle Versuche zunichte, ohne kostspielige Gewaltanwendung durch sie hindurchzufliegen. Ein Blindflug ist aber nicht ratsam, trotz der fortgesetzten Versicherung, dass nur Antriebssysteme der Relikte die dortigen Energien auf sich ziehen. Bis wir den Mechanismus dieser Waffe vollständig verstehen, und wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine Waffe handelt, brauchen wir andere Methoden, um darin zu navigieren. Gouverneurin Shi war in den Wochen nach der Übernahme von Meridian außergewöhnlich hilfsbereit. Wir haben zusätzliche Daten über den Strudel der Geisel erhalten, die tiefer gehende Scans ermöglicht haben und dabei den möglichen Grund für die Zurückhaltung der Angara entdeckt. Uns diese Information zu überlassen. Weitere Planetensysteme mit, so nehme ich an, weiteren angarischen Kolonien. Ich muss wiederholen, dass das nur eine Vermutung ist und ich habe Gouverneurin Shi versichert, dass mich dabei ausschließlich die Navigation interessiert. Aber angesichts der Aggressivität sogar der verbliebenen Cat kann ich ihre Vorsicht durchaus verstehen. Langstreckenstudie über Kometen. Wir wecken immer mehr Spezialisten auf und konzentrieren uns auf traditionelle astronomische Studie. Dabei sind wir im ganzen Cluster auf mehrere einzigartige Phänomene gestoßen. Die Geißel erschwert weiterhin die Langstreckenerfassung, aber in diesem Fall war das sogar hilfreich. Wir verfolgen eine Gruppe von Kometen mit eigentümlichen Massesignaturen, die darauf schließen lassen, dass sie über außergewöhnliche große Vorkommen reiner und wertvoller Erze verfügen. Alphons hat ihnen den Spitznamen die herzlich wenigen gegeben. Wir haben nicht genügend Schiffe, die schnell genug für eine Annäherung wären, aber schon die Beobachtung dürfte sich in jeder Hinsicht als lohnend erweisen. Das sind also die Kometen. Was gibt's denn? Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Die gibt es immer. Ja, wir machen jeden Tag neue Entdeckungen. Aber das hier ist etwas, worauf wir gewartet haben. Hören Sie sich das an. Okay, weißes Rauschen. Oh, tut mir leid. Sam, wende einen Filter auf das Display an. Initiative Protokoll Alpha Alpha. Protokoll, was? Verarbeitung läuft. Wiederhole. Hier spricht die Arche Kilasia. Die Situation ist nicht unter Kontrolle. Halten Sie sich bis auf Weiteres fern. Wiederhole. Ist das? Die Quarianische Arche. Mit den Elkor, Drell, Volus und den Hanar, schätze ich. Es ist nicht ganz einfach, einen Hanar in Stase zu versetzen. Der Punkt ist, sie sind noch da draußen. Die Kilasia wurde nicht zerstört. Okay, das ist also der Punkt. Okay, da werde ich gleich drüber reden. Das Signal ist ziemlich schwach. Und ich nehme an, es gibt keine Möglichkeit, es zurückzuverfolgen, richtig? Es wurde mehrfach von der Geißel reflektiert. Ich habe die Langstreckensonden verdoppelt, aber... Das ist kein Notruf, sondern eine Warnung. Wir sollen uns fernhalten von... wo auch immer sie sind. Ja, was da auch vor sich geht. Sie wollen noch nicht gefunden werden. Wir müssen auf Ihren Pathfinder vertrauen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Das ist tatsächlich eine Sache, die ganz witzig ist, denn ursprünglich hatte man an dieser Stelle ja gedacht, das war ja, als das Spiel rauskam und so, und es dann klar wurde, als BioWare gesagt hat, nee, es kommt kein Story-DLC mehr, das Spiel wird nicht fortgesetzt in dem Maße, wie man es sich vielleicht erwartet hätte, mit dem DLC, vielleicht noch ein DLC oder noch ein DLC, sondern kurze Zeit später kam heraus, das Spiel wird im Multiplayer noch weiterentwickelt, da ist ja momentan, glaube ich, auch komplett alles dicht gemacht. Aber das Spiel an und für sich ist fertig, also abgeschlossen. Dann hat EA ja das B-Team von BioWare dicht gemacht und dann war ja schon klar, da ist irgendwas intern schiefgelaufen. Vielleicht hatten sie zu große
Ambitionen, was das Spiel angeht, wollten zu viel machen und haben es halt nicht hinbekommen. Vielleicht war EA auch nicht zufrieden mit dem Geld, was sie BioWare gegeben haben und letztendlich, was sie da rausbekommen haben, nämlich gar nichts eigentlich. Doch, also so schlimm ist ja nicht, aber vielleicht nicht die versprochenen Sachen, die sie da halt eigentlich halt hätten entwickeln sollen oder hätten entwickeln können, wie auch immer. Alles reine Theorie und Spekulation. Aber es steht ja jetzt fest, man kann sich jetzt natürlich denken, das könnte vielleicht einen neuen Teil ausufern, dass man mit den Quarianern in Kontakt gerät. Aber wie gesagt, es wurde ja schon angekündigt, dass es nicht weitergeführt wird, sondern dieser Teil soll in einem Buch erzählt werden, was für viele sehr unbefriedigend ist. Und gleichzeitig auch die Nachricht ist, dass Mass Effect wahrscheinlich nicht allzu bald einen neuen Teil bekommen wird. Naja. Denn im Moment wird ja Anthem entwickelt und Dragon Age, das weiß man ja schon. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal hier einen Cut. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter vom Epilog. Mal schauen, was uns noch erwartet. Also, bis dahin. Tschüss.